Mit unglaublich krimineller Energie hat ein Mann in Regensburg jahrelang so getan, als wäre er Schönheitschirurg und seinen Patienten Botox und Silikon unter die Haut gespritzt. Das Problem, er ist überhaupt kein Arzt und seine Patienten haben jetzt schwere gesundheitliche Probleme. Der falsche Arzt musste sich vor dem Landgericht Regensburg verantworten und dort wurde jetzt das Urteil gesprochen. Christian B. auf dem Weg zur Urteilsverkündung. Der 31-Jährige soll mehr als 50 Patienten Botox und Silikonöle gespritzt und sie dabei verunstaltet haben, ohne ärztliche Zulassung. Er fälschte Urkunden und Dokumente, um ein angebliches Medizinstudium vorzutäuschen. Auch Kimberly Weigel kam ins Landgericht Regensburg, wollte ihrem Peiniger in die Augen sehen. Die Transsexuelle wurde vom Angeklagten behandelt, ohne zu ahnen, auf was sie sich da einließ. Nach dem ersten Gespräch kam er halt trotzdem sehr, sehr kompetent rüber, hatte ein ganz großes medizinisches Fachwissen und dann waren eigentlich alle Zweifel weg. Die Wohnung war super steril eingerichtet, also im Endeffekt wie eine Praxis, nur dass er halt selbst dort gewohnt hat. An der Wand hingen dann die ganzen Urkunden von ihm. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass er kein richtiger Arzt ist. Kimberly Weigel arbeitet als Erotikmodell, ist auf ihr Aussehen und starke sexuelle Ausstrahlung beruflich angewiesen. Erst als die vom Angeklagten verabreichten Silikonspritzen bei ihr Hautausschläge, Schwellungen und Rötungen hervorriefen, wurde sie stutzig. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, warum er das eben zu Hause macht und warum, weshalb? Und er meinte dann, dass er eigentlich im Universitätsklinikum arbeitet in Regensburg und das Ganze eben hobbymäßig zu Hause macht. Sein Chefarzt wüsste auch Bescheid. Und so klang das eigentlich ganz logisch für mich. Also selbst am Klingelschild stand eben sein Doktortitel. Das Spritzen solcher Mittel sehen echte Mediziner höchst kritisch. Das Einspritzen von Silikonöl ist etwas, was in der Fachwelt eigentlich seit Jahren streng abgelehnt wird, weil eben bekannt ist, dass diese Silikonöle Entzündungen machen können, Abstoßungsreaktionen machen können. Jetzt sorgt sich Kimberly Weigel um ihre Zukunft. Denn das vom falschen Arzt gespritzte Nervengift ist wie eine tickende Zeitbombe unter ihrer Haut. Ich war dann danach noch bei ein paar anderen Ärzten und die meinten alle, ja, was haben Sie da gemacht? Das ist das Schlimmste, was Sie machen können, Sie Silikon spritzen lassen, Katastrophe und so weiter. Ja, natürlich. Also es ist jetzt halt eine Ungewissheit, weil keiner weiß, was passieren kann. Es kann so bleiben, wie es ist. Es kann schlimmer werden. Ich hoffe einfach, dass es so bleibt und dass ich das jetzt korrigieren kann und eben einen guten Arzt finde. Christian B. warb auf seiner Facebook-Seite unverblümt mit seinen angeblichen medizinischen Fähigkeiten. Nicht nur Kimberly Weigel wünscht sich, dass die Richter den Angeklagten mit hohem Freiheitsentzug bestrafen. Zahlreiche Geschädigte ließen sich durch Anwälte als Nebenkläger vertreten. Letzten Endes sind sie auch schockiert ob der Tatsache, dass man sie so hinters Licht geführt hat und auch etwas schockiert, dass man ihn so lange hat gewähren lassen, zumal er das ganz öffentlich betrieben hat. Und sie sind jetzt damit beschäftigt, zu verhindern, dass es zu Spätfolgen kommt. Das Gericht verurteilte Christian B. schließlich wegen gefährlicher Körperverletzung, Betrugs und Titelmissbrauchs zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten.